So Leute, ich weiß mittlerweile wieder, dass wir das noch nicht machen, also diesen Typen aus seiner Zelle dann noch nicht befreien können. Das hat so seine Gründe. Dementsprechend werde ich jetzt einfach weitermachen. In 3-2. Das heißt, Keilstein des Dämonen Götzenbild. Wenn das Götzenabbild der Königin den Gefangenen auch vorerst Hoffnung spendet, die Arklis dahinter wird diesen Trost bald nicht dicht machen. Ja, sagt nicht viel über das Gebiet aus, in das wir reingehen, aber das ist halt so die, prinzipiell die Hintergrundgeschichte davon. Deswegen werden wir uns jetzt hier hin teleportieren. Ihr werdet gleich sehen, das ist ein sehr, ich sag mal, meiner Meinung nach ist es sehr gefährlich, weil man da sehr einfach dem Tod begegnen kann. Sehr einfach, viel zu einfach. Denn ihr seht schon, wir sind hier oben. Ist immer noch zu Spinnnetz, das überhaupt kein Interesse für uns hat, scheinbar. Aber wir sind hier auf Kaminsimpfen. Kaminsimpfen? Nee. Brücken. Mein Gott. Ja, wir befinden uns auf diesem Brücken hier. Und hier werden wir auch attackiert. Auf diesen schmalen Dingern. Was mir gar nicht gefällt. Und es gibt später eine Stelle, wo ich nicht weiter wusste, wo ich ein ernstes F. Ja, nicht. Nee, ich hab, im Prinzip habe ich mir ein Video angesehen. Es war ein Playthrough von diesem Spiel hier. Nur um zu sehen, wie das gehen soll. Weil es für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Es war völlig bescheuert, meiner Meinung nach. Woher soll man das wissen? Aber das werde ich euch dann zeigen, wenn wir da sind. So, hier ist unser Gegner. Der da. Kann scheinbar passieren lässt, warum auch immer. Kann mir ja egal sein. Zeig doch, der lebt. Hat man nicht mal. What the fuck? Drüben nichts, bleibt eben ganz genau egal. Mir doch egal! Na. Gut, ich kämpfe. Moment, dann böse. Das ist so doof, das ist. Na gut, wenn sie nicht kämpfen wollen, ist das. Aha, er wird. Es klebt an mir. Es klebt an mir. Geh ab. Hallo? Lang. Ist ja noch schlimmer als die Dinger, die sich nur kurzzeitig an meinen Beinen festkleben, aber das ist ja auch gut. Ist hier noch was? Ja, das war leichter. Mit alten Würfs, ja, das Level ist hier sehr gut ausgelegt für Magier. Ah, das war leichter. Okay. Ah. Diese Töpfe hier schnäppeln, die Töpfe sind nicht mehr wahr. Töpfe, Keramik-Sachen, oh Gott. Auf alle Fälle hier sehr ominöse Musik. Mundlichtsteinscherbe ist sehr schön, glaube ich, ist auch ein Einzelner. Ja, das war's. Also, deswegen gehen wir jetzt nach oben. Weil oben viel besser ist als unten. Weil unten können wir nichts machen. Aber oben können wir eine Menge tun. Naja. Ah, durch den Boden geglitscht. Sieht man auch schon. Was es hier so ein leckeres gibt zum Mittagessen. Dinger. Sehr lecker und eklig. Vor allen Dingen eklig. Eine Art Herz. Irgendeine lebende Biomasse. Mhm. Sehr, sehr lecker also. Da werden wir blockiert von Tiefen. Da werden wir blockiert von Tiefen. Genau so war das. Gut, dann kommen wir hier nach hinten. Oder Heldenseele wird das jetzt aber nehmen. Hühner hängen lassen. Ja, Chills einfach. Der ist tot, der Chills.
Ja, und das ist doch Bogenschützen von denen. Da komme ich aber meistens eh nicht ran, weil sie. Weil sie in die Enge getrieben wurden, klettern sie so weg. Da kann ich nicht viel gegen tun. Ah, Flambeurge. Dieses Putschitür besser. Also sag ich jetzt mal, ach, die Seele noch genommen im sterbenden Fall von ihm. Ja, das, wenn das nicht mal tricky war. Was soll ich sagen? Ja, Flambeurge ist definitiv besser als, sag ich mal, mein Wasserschwert, was man habe. Aber prinzipiell nicht wirklich haben muss. Wir schreiten einmal den Nebel hier. Und dann können wir Lebensmittel, wie wir sind, versuchen hier hinzu. Scheiß altes Glücks. Ja, ich traue diese Sache nicht. Ich habe nämlich immer das Gefühl, der macht diesen Rückschritt und fällt dann zu Tode. Ich gehe mal lieber wieder so rein. Nur um sicher zu gehen, dass wir nicht uns selber in den Tod schlagen. Oder wenn es auf der Rückseite genau ist. Das gehen wir mal überprüfen, aber das machen wir dann später. Ja, nicht toter. Wieder einer erschienen, der uns noch eine Heldenseele geben möchte. Ach, die Leute hier sind so nett. Und hier ist ein Aufzug. Also doch sehr technisiert. Technologisch fortgeschritten ist damals. Ja, so. Fliegt außerhalb meiner Reichweite, aber da geht nicht mit einer Lampe. Prinzipiell gute Technik, ist mir aber egal. Ich glaube, damit das hier aufhört, weil das hier den Ballon Kraft gibt, müssen wir das überleben, nämlich sogar zwei Schnitte. Geben genauso viele sehen wie alles andere auch. Ja, dann passiert Folgendes. Bildschirm wird schwarz und bleibt schwarz, nein. Die Kette geht kaputt, schlägt gegen den Turm und ein Verbindungslied für dieses Herz ist weg. Herz senkt sich schon mal. Was zum Teufel? Warum hat hier noch jemand rumgemacht? Ich hab hier alles getötet. Na nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt alles getötet. Warum jemand noch irgendetwas? Sollte überhaupt nichts mehr rumgemacht können. Na gut. Runter, tut mir ein bisschen weh, ist mir aber egal, nicht wegen der Regeneration, das ist so egal. Dann gehen wir hier weiter, denn das ist, meine ich, der einzige Weg, den wir gehen können. Das sind normale Gurgel-Fritzen-Dinger. Das ist noch frisches Blut, das ist sehr schön. Wir gehen erstmal hier hin. Mir ist etwas sehr Wichtiges, was ich zeigen kann. Hier kommt man auch nicht mehr weg. Hier kriegen wir nochmal eine Kalksteinscherbe. Da ist ein Typ drin gefangen. Aber wie ihr seht, ihr kommt hier nicht mehr weg. Ihr werdet hier nie wieder rauskommen. Und da kommt dann etwas ins Spiel, was ich euch gleich zeigen werde. Wir haben hier diesen Typen. Das ist Jurt, der stille Häuptling. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Ja. So, Problem mit diesem Typen ist, er würde in den Nexus gehen. Das ist ja... Ist ja im Prinzip noch kein Problem, aber sobald er im Nexus ist, schlachtet er die NPCs ab, so dass wir keinen Handel mehr treiben können und so weiter und so fort. Deswegen. Well, what have we here? Do you wish to die so soon? Müssen wir diesen Typen hier töten?
Abstand haben müssen. Well, what have we here? Do you wish to die so soon? Ich hab hier noch umzulegen. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan. Ich muss ihn nach unten suchen. Was auch egal. Ja, gestorben ist er. Wir müssen jetzt mit diesem Ding hier nach unten fahren. Und da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe mich hier ein paar Millionen Mal in den Tod gestürzt. Habe mich zurückteleportiert mit diesen Kalksteinscherben. Da hat man auch keinen Seelenverlust. Trotzdem im Endeffekt, ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder wegkomme. Ja auch. Passiert ja nie was irgendwo hier. Ja, und wir landen in so einer leckeren Mocke. Im Prinzip müsste ich ihn vielleicht noch irgendwo finden können, ansonsten ist mir eine gute Rüstung weggegeben, leider. Das fände ich dann so gut bestimmt. Auf alle Fälle. Ja, ich weiß nicht, ich fand die Stelle richtig scheiße gemacht, sag ich mal. Weil. Keine Ahnung, woher soll man wissen, dass man da rein kann? Ich meine, ich hätte es doch. Ja, klar, ich hätte es doch ausprobieren können. Ich hätte es auch ausprobieren können, ganz ehrlich, stimmt schon. Aber das war keine Assoziation von mir. Kerker gleich Aufzug nach unten, weil er auch nicht immer hoch und runter getingelt ist. Also. Ich weiß nicht, ich fand das nur richtig. Da ist ein Leichenbein, die machen wir nochmal nur leichter. Hab ich Angst vor. Vielleicht. Quecksilberstein kaputt. Wir haben auch gerade den Ring des Duftes gefunden, also ich könnte jetzt meine MP und HP gleichzeitig sich immer erholen lassen. Aber ihr wisst ja, ich bin kein Magier, kann mir also völlig egal sein. Ich bin noch ein paar Zellen, die noch umfahren können. Wir. So. Wir haben also die Mistgegner, so kleine Dinger. Die allerdings meiner Meinung nach wieder eher knuffig wirken als bedrohlich. Mhm. Ja, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, hier wieder irgendwo hochzukommen. Müsste irgendwo eine Treppe sein. Ja, da haben wir doch die Treppe. Ja. Da sind natürlich auch mehr dieser kleinen Viecher hier oben drauf. Ne? Da ist die größere Variante von denen. Ist aber im Prinzip egal. Zum Bau. Ich glaube, ich habe Jod verloren. Das ist prinzipiell sehr schade für mich. Sehr, sehr schade. Oh, naja. So, bei diesem hier. Bei der großen Variante ist das Interessante, da spaltet sich manchmal. Oder was das meistens, spaltet sich jetzt immer der Schwanz ab. Wie ihr seht. Und dann lebt dieses Ding hier eigentlich alleine noch weiter. Wenn ich ihn nicht direkt sofort wieder einen Schlag verpasst habe. Was bei mir irgendwie üblich ist, scheinbar. Nochmal, ich wollte die Rüstung haben. Das wäre ein minimales Upgrade für uns gewesen, was unsere Ausrüstung angeht. Aber naja, irgendwie geht alles schief, wenn man aufnimmt. Kennt man ja. Doku. Doku, doku. Oh ja, die haben wir gesehen. Ich dachte ja sehr hübsch, ne? Diesen Typen auf dem Rad. So. Gut, ich werde hier einen kleinen Schnitt anlegen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich weiter in diesen Turm eindringe, um ein spezielles Item zu bekommen. Bis dahin, auf Wiedersehen und